Ja, hallöche Freunde der guten Laune und der besten Unterhaltung und damit hallo herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu Fallout 4, das selbstverständlich kein neues Spiel ist und ehrlich gesagt mittlerweile nächstes Jahr auch schon sein 10-jähriges feiert, aber wahrscheinlich habt ihr es alle mitbekommen, auf Amazon Prime läuft aktuell die Serie Fallout und auch ich hab sie angefangen, bin mittlerweile Folge 4, bitte also daher nicht spoilern und ich finde die Serie grandios. Ich bin mit Fallout aufgewachsen, hab hier und da immer mal wieder so ein bisschen angespielt, auch Teil 4 und deshalb dachte ich mir, ganz ehrlich, das könnten wir uns doch gemeinsam mal angucken. Ja, und der Riesenbonus ist ja auch noch einmal, dass Bethesda die Entwickler nämlich ihre gesamten Fallout-Reihen komplett reduziert. Ob Teil 1, 2, 3, 4, Fallout 76, selbst die VR-Fassung und die gesamten DLCs bekommt ihr für richtig wenig Geld. Zum Beispiel Fallout 4 aktuell gerade einmal für 5 Euro. Und deswegen dachte ich mir, ich gucke mir mal die PC-Variante an. Die Serie ist so cool. Ich habe Bock, da mal wieder einzutauchen. Und vielleicht habt ihr auch ein bisschen Lust. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Zum einen, wie ihr die Serie findet auf Amazon und ob ihr Bock habt, mehr davon mit meiner Wenigkeit zu sehen. Und ich würde sagen, wir legen los. Neues Spiel. Achso, noch kleiner Hinweis am Rande. Falls ihr dieses Spiel in Vollbit spielen wollt, das Spiel gibt es im Endeffekt nur im Full HD. Ihr müsst euren Computer auf Full HD nochmal zurücksetzen und dann könnt ihr das Spiel auch im Vollbit Full HD spielen. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt. Fusionsgetriebene Autos. Tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Und die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich. Meine Frau. Und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen, Schatz. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. So, da sind wir auch schon. Ja, das Thema passt irgendwie wie die Faust aufs Auge heutzutage, weil aktuell ist die Lage ja auch ein bisschen sehr kritisch. So, wir können unseren Charakter hier komplett erstellen, wie wir wollen. Ich muss sagen, das Spiel ist ja, wie gesagt, fast 10 Jahre alt. Fallout 4 hat da schon gewisse Maßstäbe gesetzt zu dem, was wir heutzutage bei allen den sämtlichen Spielen mittlerweile als Charaktereditoren kennengelernt haben. So, Gesicht. Können wir jetzt hier natürlich eine Stelleinstellung so ein bisschen wählen.
Ja, wie denn bei denen hier? Dann können wir noch Extras hier wählen, zum Beispiel irgendwelche Male, Sommersprossen, zum Beispiel oben in der Mitte. So attraktiv. Hier anwenden. Da können wir die auch oben hier wegnehmen. Hier können wir auch natürlich wegnehmen. Hier können wir wegnehmen. Wir können Leberflecke an der Wange machen. Sieht zwar ein bisschen eitrig aus, aber egal. Wir können natürlich auch noch Male machen. Zum Beispiel ein grobes Gesicht. Vom Falten so ein bisschen. Stirnmarke. Hier ist also quasi so ein paar Pickel überall. Aber was wir auch noch haben, ist Schaden. Das ist auch ganz interessant. Nabel links lang. Dann sehen wir hier zum Beispiel da. Eieieiei. Lippe, eine kleine Furche. Verbrennungen. Nabel linke, Augenbraue. All solche Sachen. Also, ihr könnt euch den erstellen, wie ihr wollt. Ihr könnt den auch total dümmlich machen. Ist auch ganz interessant. So rabiat müssen wir ihn jetzt auch nicht machen. Wir machen mal hier auf. Was meinst du, Anwenden. Schelmisch schön oder schön schelmisch? Auch hier, sag mal, guck mal, wirklich die Namenbildung hier. Das sieht richtig, richtig gut aus. So, Geschlecht können wir natürlich auch aus. Bin ich dran, großer. Wählen. Wir können natürlich jetzt auch hier die Frau nämlich nehmen. Die können wir auch erstellen, wie wir wollen. Das können wir auch alles machen. Aber ich will ganz gerne als ein Mann spielen. So, dann kommen wir auch mal hier zum Körper. Wir können natürlich den hier relativ dünn machen. Wir können ihn aber auch dicklich machen. Wir können ihn auch sehr muskulös machen. So zum Beispiel. Oh, wisst ihr was? Irgendwie gefällt mir das da. So, dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit hier auf A mit Gesicht. Da können wir ein bisschen näher ins Detail gehen. Da können wir zum Beispiel die Augenlider nach unten einfach nur gedrückt halten. Und können wir die quasi bewegen, wie wir wollen. Nach unten, nach oben ziehen, wie wir gerne möchten. Das ist auch ganz cool gemacht. Wir können die Haare natürlich den Stil bestimmen. Wir wollen zum Beispiel vielleicht eher einen Ronin haben mit einem Zopf nach hinten. Finde ich zum Beispiel irgendwie ganz cool. Steht mir wirklich gut. Wir können natürlich aber auch hier den Bart nämlich machen. Mal gucken, wo war denn der hier gewesen? Und wir können jetzt sowas wie Playboy machen. Harter Typ. Einsamer Wanderer. Also ein bisschen vollbartartig. Naturbursche. Oh, wow. Gangster. Also, da könnt ihr alles Mögliche machen. Guck mal, wir haben hier auch Pokerface. Nice. Das könnt ihr auch während des Spiels auch irgendwann ändern. Also, der Bart wächst, glaube ich, nicht mit, wie wir es zum Beispiel bei Red Dead Redemption kennen. Das war so einer der ersten Reihen gewesen, die sowas mit eingebaut hat. Mal sagen, wir nehmen einfach den hier. Und, aber ansonsten, ihr könnt ja wirklich alles machen. Also, Augenlider haben wir ja gerade schon gesagt. Ihr könnt natürlich die kompletten Augen hier machen. Ihr könnt jetzt zum Beispiel unsymmetrisch machen. Könnt ihr hier so ein bisschen auseinandernehmen, zusammennehmen, all das ist es alles möglich. Dann müsst ihr aber nur auf Anwenden gehen und dann wird das übernommen. Ich würde meinen Charakter einfach mal so lassen, so schön. Und dann würde ich mal sagen, ja, mit denen können wir jetzt auf die... Ja, mit denen können wir jetzt uns auf die Reise begeben. So, hier sind wir auch schon. Wir sind nämlich, gute Frage... Ist nämlich hier in unserem Haus, das ist unser kleiner helfender Freund. Guten Morgen, Sir. Danke, Cotsworth. Natürlich, Sir. Ah, schön. Das ist unser Haus. Wie gesagt, 10 Jahre ist es her und da war schon die Grafik sehr, sehr gut gewesen. Das Ganze hat jetzt leider noch kein Update bekommen. Ach, guck mal hier, nehmen wir mal ein paar Sachen mit, wa? Zigaretten. Wer hat die denn hier liegen lassen? Ach, können wir die gar nicht mitnehmen? Noch etwas früher mit dem Trinken anzufangen. Oh, warum denn? Mal gucken wir uns mal hier so ein bisschen um. Hier haben wir einen Kühlschrank. Coca-Cola, eiskalt. Oh, ich komme mit. Wir müssen auch unser Kind ja mal schauen. Ja. Na, wer ist denn da, mein kleiner Schatz? Ja, wa? Ach, Raketen. Ah, Hausarbeit und noch mehr Hausarbeit, mein Ei und alles. Wieso liegst du denn auf dem Boden, Mr. Teddybär?
Kannst du aufmachen? Oh, natürlich. Der kommt jeden Tag. Ah, super. Ja, Vertreter und Versicherung. Liebe es. Hallöchen. Guten Morgen. Ich komme von Vault-Tec. Vault-Tec? Was war das noch? Wir kümmern uns um Sie, Sir, und helfen Ihnen, Ihre Zukunft zu sichern. Also, es ist so. Vault-Tec ist der führende Hersteller moderner unterirdischer Atomschutzbunker. Kurz Vaults genannt. Luxuriöse Unterkünfte, in denen Sie im Falle eines Atomschlags unbeschadet überleben können. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Was ist denn so wichtig? Es geht um nichts weniger als um Ihre Zukunft. Es ist Ihnen vielleicht noch nicht aufgefallen, aber dieses Land ist gerade dabei, vor die Hunde zu gehen. Entschuldigen Sie bitte den Ausdruck, aber der große Knall ist unvermeidlich, fürchte ich. Und er kommt früher, als Sie vielleicht denken, wenn Sie verstehen, was ich... Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben, also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Da ist aber Platz für die ganze Familie, oder? Aber sicher. Abgesehen von Ihrem Roboter natürlich. Genau genommen haben Sie bereits Zugang. Ich muss lediglich noch ein paar Informationen überprüfen. Es soll ja reibungslos laufen, im Falle einer unerwarteten, totalen nuklearen Vernichtung. Es wird nicht lange dauern. Okay, ja. Legen wir los. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Nun, also dann. So, mein Name, Stekotin. Meine Stärken, jetzt können wir nämlich unsere Fähigkeiten hier setzen. Stärke ist hoch, Wahrnehmung. Setzen wir alles auf alles hier. So, 7 haben wir noch übrig, 7 haben wir insgesamt, wir machen genau ausgeglichen hier. Wunderbar, das war alles. Ich bringe das jetzt nur noch zum Vault. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Danke nochmal. Hey. Dann können wir ruhig schlafen. Das ist ein bisschen Papierkram wert. Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Gute Antwort. Ich habe meine Momente. Es geht ja gleich zum nächsten Haus. Ah ja, ist schon wichtig. Ich muss dir mal vorstellen, wirklich, weil du bist nah in einer atomaren Katastrophe. Schatz. Ich glaub's nicht, dass schon fast Halloween ist. Wir müssen Seans Kostüm fertig machen. Du hast kurz was gehört. Los. Okay. Ja, Sean braucht uns. Sean, was ist denn los, mein Kleiner? Hä? Wie geht es den wichtigsten Männern in meinem Leben? Dreh das mal ein bisschen. Was mag er? Hey, wie geht's, meine Oh. Besser. Nach dem Frühstück könnten wir ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Und was dann? Sarkastisch Fernsehen? Klingt gut. Gute Idee. Sir, Ma'am, das sollten Sie sich mal ansehen. Cordsworth, was ist los? Schatz? Was ist mit Cordsworth los? Gefolgt von Blitzen, grellen Blitzen, Explosionsgeräusche. Wir warten auf Bestätigung. Was? Der Kontakt zu unserem Partnersender scheint abgebrochen zu sein. Oh mein Gott. Es kommen bestätigte Berichte. Ich wiederhole. Bestätigte Berichte über Atomexplosionen in New York, Pennsylvania. Mein Gott. Oh, der Fernseher ist ausgefallen. Schnell, komm! Los, schnell, komm! Komm! Was ist hier los? Oh, weia. Wo ist der Versicherungsheini? Wo geht's lang? Okay. Hier lang? Ja, wa? Hopp.
Ja, typisch Frau wieder. Der Mann will alles machen und lass die Taschen liegen. Und dann, wenn sie dann angekommen sind, dann heißt es wieder, du hast die Taschen nicht mitgebracht. Ich hab so lange daran eingepackt. Das ist absurd. Ich bin nicht auf der Liste. Sie kommen nicht rein. Sie können nicht. Oh. Oh. Dann treten Sie vor. Wenn nicht, gehen Sie nach Hause. Oh, war ja, was, der wird dich mit reingelassen? Okay, hallo. Wir müssen rein. Wir stehen auf der Liste. Kind, männlicher Erwachsener, weiblicher Erwachsener. Okay, los. Komm, 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 komm rein. Schnell. Sie beide, folgen Sie mir. Okay. Wir tun, was wir können. Gehen Sie jetzt bitte weiter. Was wird aus denen denn? Lassen Sie doch mal die Leute rein! Hallo? Der Vault-Aufzug befindet sich auf dem Hügel! Beeilung. Okay. Ja, ja, ich gehe schon. Ich hab kurz was vergessen, ich bin wieder da. Wo müssen wir hin? Da? Los, komm, Schatz! Treten Sie komm. Bitte auf die Plattform! In die Mitte! Okay. Puh. Hallöle! Ja, du war Tag, um sich kennenzulernen, war, aber wir machen das schon. Mein Name ist Dirk. Fast geschafft. Es wird alles gut. Ich liebe euch. Euch beide. Wir lieben dich auch. Oh, Scheiße. Festhalten! Runter, 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 runter! Oh Gott. Shit, runter! Ah! Eieieiei! Oh mein Gott, war das knapp gewesen. Puh. Geschafft. Wir haben es geschafft. Alles wird gut. Verlassen Sie bitte den Aufzug und gehen Sie ruhig über die Treppe nach oben. Ja, sieht da ganz gemütlich aus, oder? Ist ein bisschen rustikal, also in Berlin wird modern. Also gehen wir. Ja, die Treppe hinauf. Ich glaube es nicht. Eine Minute später. Und Schatz, komm! Schatz, komm! Alle neuen Bewohner gehen bitte geordnet weiter. Hallöle! Den Tisch heran. Sie brauchen Willkommen. Ihre Anzüge. Nehmen Sie sich doch an. Danke. Und was jetzt? Folgen Sie dem Arzt hier entlang. Er zeigt Ihnen, wo es hingeht. Also, Sie drei. Okay. Siehst du? Das ist unser neues Zuhause. Hier wird es Ihnen gefallen. Eine unserer fortschrittlichsten Einrichtungen. Die anderen sind natürlich auch großartig. Sieht aus wie auf dem U-Boot. Zu Hause. Alles, was wir hatten. Meine Eltern sind unten in DC. Wie lange werden wir wohl hier unten sein? Das gehen wir bald. Ach, nur ein, zwei Tage. Dann ist ja alles in Ordnung. Kennt man von der Atombombe. Schatz, stell nicht so dumme Fragen, Mensch. Ausnahmesituation. Frustet mich gerade ein bisschen. So, und nun? Hey, kommen Sie mit. Treten Sie hinein und ziehen Sie den Anzug. Okay. Oh. Es folgt eine Entseuchung und Dekomprimierung, bevor es tiefer in den Vault geht. Entspannen Sie sich. Zeit für einen ganzen. Anscheinend. Hi, Schatz. Endlich habe ich meine Ruhe vor dir. Ah, schön hier. Kälteschlaf? Wie?
Ich dachte... Was ist das? Das ist sie. Da. Wer seid ihr? Hey! Schatz! Nein, nicht schon! Lassen Sie den Jungen los. Ich sage Ihnen das nur einmal. Sie kriegen mein Sonic! Ah, du Wichser! Oh nein! Okay. Oh nein. Nein, komm! Komm schon! Das muss doch irgendwie aufgehen! Ja, irgendwie irgendwas drücken? Warte. Komm schon! Ja! Oh Gott! Oh nein. Oh. Ich finde den, der das getan hat. Oh, die schlafen ja noch alle. Oh Gott. Warum sollte Vortec das tun? Kurios. So, wo müssen wir hin? So, jetzt ist eine gute Frage. Wann sind wir? Und wo sind wir? Igitt! Oh, ihr habt einen Schlagstock! Ah, okay. Was ist denn hier passiert? Hey, du Kakerlake! Oh, ging ja schnell. Riesenkakerlaken? Was zum Teufel? Ey, dann ist ja wirklich einiges an Zeit vergangen, wa? Wie sagt man immer so schön? Selbst nach einem atomaren Krieg, die Kakerlaken werden überleben. Das sieht aber auch... Oh, das sieht richtig schlimm aus hier. Was ist das hier? Ein PC? Willkommen bei Termlink von Robco Industries. Aufseher-Memo Top 10 Band abspielen. Nee, ich wollte jetzt nichts spielen. Was? Ja. Aufseher-Memo. Denken Sie an, dass Sie Nutzen der Freizeitterminus für ein Privileg. Ja, okay. Aufseher-Memo. Aha, Top 10. Okay. Gut, da könnte ich jetzt nur spielen. Wo muss ich denn jetzt hier hin? Hier hin, okay. So. Da ist eine Kakerlake. Noch eine. Hier. Oh, kleines Mistvieh. Oh, was mache ich denn was aufsammeln? Hä?
So, Transfer. Hahaha! Das sind aber Riesenkakerlaken. Holla die Waldfee. Oh, scheiße. Die sind schon länger tot hier. Sehr lange. Was ist hier passiert? Wo sind alle? Oh, mehr Kakerlaken. Okay. Kakerlakenfleisch. Ah, das bringt mir doch ja nichts. Wer ist denn Kaka? Ach du Scheiße. Lakenfleisch. Ist das alles, was noch übrig ist? Oh, ich hab eine Waffe gefunden. Patron. Noch irgendwas? Hier ist doch mehr. Noch eine Waffe. Munition. Okay. Vielleicht mal alles hier ein bisschen kontrollieren. Nett. Dich hole ich mir später. Hätte ich doch nur eine Haarklammer. Eine Haarklammer? Kann ich denn jetzt hier eigentlich auch... Nee, schlagen wollte ich nicht. Aber wir können auch schlagen damit. Okay. Schlagen können wir auch, weil ich will natürlich jetzt keine Munition verbrauchen. Denn ich denke mir ja, wenn wir sowieso so ein bisschen am Rande... des Endes sind. Haarklammer! Ich hab da Haarklammer! Warte mal. Kann ich jetzt rein theoretisch gesehen den jetzt hier mit der Haarklammer knacken oder was? Die bekomme ich so nicht auf. Schloss ist zu schwer. Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Ah, wir können uns so Third Person. Okay. Ich würde mal ganz kurz zurückgehen, gucken, ob wir da was vergessen haben. Nämlich dort, aber ich glaube, da war nichts mehr gewesen. Aber einmal mal nachgucken. Also ich weiß, dass im dritten Teil, da haben wir ein bisschen mehr in diesem Wort gelebt. Da haben wir es so ein bisschen kennengelernt, weil wir da auch ein junges Kind waren. Hier gar nicht. Ach, guck mal, hier. Wollte ich noch mal ein bisschen nachgucken. Aber das sieht nicht gut aus. Nee. Oh, es muss aber ordentlich viel Zeit vergangen sein. Kühlschrank ist auch leer. Gut, also wieder zurück. Muss hier irgendwo sein. Terminal, ist das hier? Der PC bestimmt, wa? Ja. Da stand Terminal dran. Willkommen bei Terminal von dir. Okay, alles klar. Okay, achso, oh, hoppla. Okay. Ja, mal schön aufpassen. Mal geht's hier irgendwo runter? Nee. Oh, das sieht aber ein bisschen größer aus. So. Was? Oh, fuck. Er kommt her. Ey, ich klack euch aber tot. So, einmal nachladen. Oh, fuck. Ah, super, ey. Deswegen schieße ich so ungern. Verdammt. Lebt denn überhaupt noch wer? Nein, anscheinend nicht. Hat es jemand nach draußen geschafft?
Oh, Schlosshammer. Oh, sehr gut. Ich gehe mal kurz mal ein bisschen umgucken. Ich denke mal, wir werden nämlich gleich rausgehen wollen. Oh, was haben wir denn hier? Sehr gut. Oh, nice. Ah, immer schön umgucken hier. Ein paar Sachen findet man hier noch. Darf ich jetzt bloß hier nicht verlaufen? Ah, okay. Hier waren wir schon gewesen. Hier. Hä, warum ist auf einmal jetzt hier offen? Ach, Mann, Mann, ey. Aber wir müssen da auf einmal offen. Aber bestimmt, weil wir es geöffnet haben. Deswegen wahrscheinlich. Konnte nämlich jetzt hier nur rechts lang gehen. Okay. Ich denke mal, wir haben alles. Ah! Das ist ja noch eine Kakerlake! Alter, schießen ist nicht meins. Nö, hier nix. Zur Aktivierung der Volt-Tür-Zyklus-Sequenz wird ein Pit-Boy benötigt. Schönen Tag. Ein Pit-Boy? Oh, da liegt da einer. Oh, warte, was ist das hier? Hier. Nö. Das ist quasi der Vorreiter der Smartwatch. Cooler Funfact am Rande, zur damaligen Fan Super Limited Edition gab es diesen. Der war sogar benutzbar gewesen. Der hat jetzt nichts ausgemessen, der Impuls hat er jetzt nicht ausgemessen, aber ihr konntet ihn halt bedienen. Okay. Gut, mit den Reiter können wir auch dann mal hin und her wechseln. Aha. Okay. Wechseln. Also wir haben dann in die Hauptordner hier Daten, Karten und dann können wir quasi bei Daten hier nach links gehen für Werkstätte, Statistik. Okay. Gut. Dann gehen wir anscheinend jetzt raus. Aber wir wissen aber ganz schnell, wie der Teil funktioniert. Das ist ja krass. Das ist ja richtig Genie, unser Freund. Okay, es geht raus. Nachgeführt. 20 Minuten. Und dabei ist wahrscheinlich, es sind so viele Jahre jetzt vergangen. Okay. Ich bin bereit. Epochale Musik. Sean! Oh. Das geht nicht weiter. Sean! Egal wo du bist. Egal wer dich hat. Dein Papa kommt dich holen.